Jo, was geht, Alla? So. Weiter geht's mit Bullet Storm. Bullet, Bullet, Bullet. Captain Bullet im Storm. Der Full Clip Edition. Das heißt, wir kriegen hier nur einen Clip zusammen und das war's dann, ne? Also einen Full Clip kriegen wir. Dann müssen wir leider aufhören. So. Genau. Ich hoffe, man versteht mich. Ich verstehe mich selber nicht. Aber macht ja nichts. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe meine Drogen vergessen. Scheiße. Machst du mir schnell was fertig? Nee. Warum nicht? Wenn du es auch ohne schaffst. Nee. Schaffe ich eben nicht. Also, letztes Mal habe ich nicht gegeben, wo ich das getrunken habe. Deswegen, machen wir das mal schnell. 500 Milliliter in den Becher rein. Der steht unten auf dem Dings. Dann suchst du dir irgendwas aus, was ich trinken soll, und dann. Dann eben nicht. Ja, wir waren jetzt hier. Oh. Stimmt. Das ist ja eine schöne erste Szene. Mörderische Party, ich bin Gastgeber. Genau, wir haben die Tussi da befreit. Jawohl. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier noch alles geht. Okay. So. Zack. Und das war dritt. Alles klar. Gut. Und dann war das Verziehen. Das war das. Okay. Wunderbar. Gut. Na denn. Auf geht's. Mann, ist das Ding mies gebaut. Hier bricht alles zusammen. Nein. Irgendwas hat das ausgelöst. Irgendwas Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Trishka? So ein Dino. Ich habe eine Vermutung. So ein Hoffe Dino nur, ich kommt. irre mich. Da kommt bestimmt ein Dino. Genau, Magazin kaufen. Warum hat er das eigentlich letztes Mal nicht abgespeichert alles? Das verstehe ich nicht. Okay. Gut, wir kommen eigentlich jetzt immer näher hier zum Schluss. Mal gucken. Nein, warum wechselt er das denn immer? Verstehe ich nicht. Ist doch dumm, was er da macht. Ich brauche auf jeden Fall Scharfschützengewehr. Und den Raketenwerfer sozusagen als linke Waffe. Oder? Ja, genau. Aber. Genau. Gut. Ab geht er, der Peter. Na, Mike, alles klar. Wie Meinen internen läuft's? Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Ah, so eine Kugel in die Fresse. Was hier los? Er klemmt. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Uff. Wetter schneller, Schwachkopf! Da haben wir ja wieder die bemühte Feindseligkeit. Sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Wann kommt dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Wenn man vom Teufel spricht. Ich empfange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er hält gegen einen ganzen Trupp Skulls durch. Doch. Er lebt. Es gibt noch Hoffnung. Na los! Ha.
Ui, dusch. Mach mal. Ui, dusch. Wo war er hin? Hä? Wo war der gerade? Ach, da ist er. Hau ab, Junge. Tschüss. Hä? Gesagt runter. Wir sind fast da. Mischka, warte. Ja, verdammt. Hilf mir runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja. Los! Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboter-Arsch. Sag doch, es wird noch ein Endgegner. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat? Ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach, ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einen. Der Mann hieß... Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt! Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen! Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Hm. Unterhalten wir uns mal mit dem General. Uiuiui. Sie ist ein bisschen zickig. Hachi! Kachi! Kachi Hachi! Kann man auch abkürzen. Bei deinem Glück sollte ich vielleicht die Führung übernehmen. Ich hab Licht. Bleib einfach nah bei mir. Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Ja, aber das mit dem Hund passt. Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzessin? Nein. Nein, verdammt.
Was für ein Gestank! Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Gottverdammt! Ich meine, sieh dir das an! Menschenberg. Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Da hatte gerade eben noch einer Hunger. Oh nee, was sind das jetzt für Wilder? Was zum? Hey Trishka, da ist schon wieder einer deiner Lover an der Tür. Arschloch. Ist der blöd. Hat er gerade so ein Rohr auf den Kopf gekriegt, ey. Wie blöd ist das denn? Aber der kommt eh gleich raus und wird ein Endgegner. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Es muss doch einen Weg geben. Wenn du einem Toten schon seine Peitsche abnimmst, solltest du sie auch benutzen. Das ist ja richtig schlau. Riechst du das? Frische Luft. Wir sind fast draußen. Auch rot schon geht nicht. Gott sei Dank. Eine Pulle zum Saufen. Yeah. Du bist echt so ein Idiot. Da. Oh nein. Ja.
Scheiß. Ha. So, fertig, fertig, fertig. Die ist auch fertig, nur noch die. Dann haben wir bisher alle fertig. Wechsel doch die scheiß Waffen nicht immer, ey. Was soll denn der Crap? Gesehen? Was zur Hölle ist da los? Oh Mann, wir haben größere Probleme. Es wird hier immer besser. Zu verlieren. Weiter! Ach komm, was ist das denn jetzt? Oha. Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Naja, vielleicht. Wie bescheuert bist du, Arsch, eigentlich? Keine Ahnung. Mittelmäßig, schätze ich. Hat dieser Planet für ein Problem? Diese Dinger geben keine Ruhe. Fantastisch. Oha. Bewegung, na los! Yeah! Lecker Pustelsaft. Pustelsaft. Aha.
Oha. Das ist eine gottverdammte Hackathon. Verärgerst du eigentlich jeden, dem du begegnest? Mehr oder weniger schon, ja. Ach du Scheiße. Das ist jetzt der große Bruder von unserem Dino. Oder die Mama. Das fass ich nicht! Ja, wenn man nach oben fährt, ist doch kein Wunder. Hast du dem Ding angetan? Seine Babys getötet? Was? Nein! Natürlich nicht! Naja, vielleicht. Tja, an dem Punkt wärst du auch, wenn du bei mir geblieben wärst. Ich verlor die Kontrolle an die AI. Wenn du dich genug amüsiert hast, könntest du den Banshee zur Luftunterstützung verwenden? Ich werde zu Fuß zu Serrano gehen. Ich fliege. Und ich schieße. Dann mal los. Aber eigentlich wollte ich fliegen. Gib Captain Arschgesicht Deckung. Winter. Schalt sie mit den Blitzgeschossen aus. Hier kommt Hammerschwanz Jones mit seiner göttlichen Arschlochmaschine. Ein Vulture, holt ihn runter. Kostet den salzigen Geschmack der Verderbnis, ihr hirntoten Bikernotten. Gefunden. Sie muss wohl deinem Gestank gefolgt sein. Bring mich zu ihr rüber. Die wird nicht mehr lange Jagd auf mich machen. Wenn die Riesenschlampe weiter auf das Gebäude losgeht, bricht es zusammen. Und wir verlieren beide. Pass auf! Oha. Verdammt, verfluchte Scheiße! Ishii, was ist denn mit deinem Gesicht passiert, Sohn? Wir müssen los, sofort!
Lass dich nicht ein. Selbstzerstörung wird aktiviert. Wir haben keine Zeit. Da liegt sie, die böse Mutter. Racen, General Pisswichser. Verdammt nett von euch, dass ihr Trishka bei meiner Rettung helft. Trishka. Bitte zeig diesem meuternden Haufen Scheiße unsere Dankbarkeit. Zuerst müssen wir noch etwas klären. Hast du meinen Vater getötet? Ich weiß gar nichts über deinen Vater. Grayson hat dich manipuliert. Sag ihr die Wahrheit. Runter mit der Waffe. Verarschst du mich? Nein, dein selbstgerechter Zorn hat mich genug gekostet. Serrano wird sein Rettungsschiff bekommen. Und ich werde an Bord sein. Wie du es versprochen hast. Ich hab wohl einen neuen besten Freund. Okay, Ishii. Versprochen ist versprochen. Es interessiert mich einen Dreck, was ihr Kerle miteinander zu klären habt. Wenn ihr etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hattet, sterbe ich gern, solange ich nur euch mitnehme. Okay, wir sind wohl alle ein wenig aufgewühlt. Aber es gibt momentan echt Wichtigeres zu tun. Das Unternehmen, das dieses widerliche Ressort gebaut hat, hat mir den überaus grüne Zähne vorne oder was gegeben, eine DNA-Bombe zu zünden, die sämtliches Leben auslöscht. Die Stadt an sich aber in ihrer Infrastruktur gänzlich intakt lässt. Willst du uns wirklich jetzt mit den Missionsdetails langweilen? Halt mal eine Sekunde deinen Schwanz still, du Wichser. Diese DNA-Bombe wird in 2 Stunden detonieren. Das Ding, das mich retten soll, also mein Rettungsschiff, ist allerdings erst in 3 Stunden hier. Also könnt ihr Halbaffen genug rechnen, um das Problem zu erkennen? Er sagt die Wahrheit. Verfluchter Hurensohn! Denk doch nach, Junge. Ich bin euer Ticket hier raus. Übrigens habe ich dir einen Gefallen getan. Was wäre passiert, wenn sie erfahren hätte, dass dein Dead Echo Squad ihren Vater getötet hat? Was wäre dann? Los, kommt schon, ihr Tussis. Ein Gammasturm zieht auf. Wenn ihr Wichser also ein paar Stunden länger leben wollt, brauchen wir Deckung. Wir müssen uns zur Ulysses durchschlagen und die Bombe deaktivieren. Komm, sei vernünftig. Wir können das hier noch überleben. Vernünftig? Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann.